Und das, was am Ende siegen wird, das kommt ganz klar raus in dem Buch Die Hütte. Obwohl das Buch nicht nur ein Happy End hat, am Ende, er hat auch einen Verkehrsunfall, es geht brutal realistisch zu in dem Buch. Aber Gott sagt, am Ende von allem werden wir siegen. Gemeinsam. Die Liebe wird siegen. Weil die Liebe immer stärker ist. Und auf die Frage, das ist eine wichtige Frage, ob Gott hätte verhindern können, was Missy zustieß, das Mädchen, da antwortet er, ja. Aber er stellt heraus, dass er vieles nicht verhindert, was er verhindern könnte. Auf Seite 177 sagt Gott im Buch, darin liegt die Schönheit. Ich wünsche mir keine Sklaven meines Willens, auch nicht Sklaven zu guten. Ich wünsche mir Brüder und Schwestern, die das Leben mit mir teilen. Und jetzt wird es ein bisschen provokant. Auf Seite 273 sagt Max sogar Gott, mein Diener. Dieses Bild provoziert unser traditionelles Gottesbild schon etwas. Ist Gott nicht schlecht in unser Herr? Sind nicht wir ausschließlich Diener Gottes? Sollen nicht wir uns allein Gott hingeben? Wieso gibt sich Gott den Unsinn? Ich habe mich um etwas Aufgeschlossenheit, nicht so sehr für das Buch, sondern für die biblische Wahrheit. Und dergemäß ist es sicher, Gott ist und bleibt der Herr, der absolute Herr, das ist unumstößlich. Aber gleichzeitig dient Gott. Und zwar schon immer. Wissen Sie, und jetzt ist es wirklich ungewöhnlich, aber sehr tief, wissen Sie, das Kreuz war nicht nur ein historisches Ereignis in Zeit und Raum vor 2000 Jahren. Das Kreuz kam nicht erst hunderte Jahre vor Christus über die Phönizier und die Römer nach Israel. Das Kreuz ist älter. Das Kreuz gibt schon länger, schon viel länger. Wenn der Mensch nie gesündigt hätte, wenn es keinen Engelsturz, keinen Sündenfall, nichts Böses, keine Erlösung jemals gegeben hätte, so hätte es dennoch das Kreuz gegeben. Das Kreuz ist das Lebensprinzip Gottes in der dreieinigen Gottheit. Und zwar von Ewigkeit her. Was genau ist das? Es ist die Haltung der sich verschenkenden Liebe, die sich lieber ihren eigenen Vorteil durchkreuzen lässt, um den anderen höher zu achten wie sich selber. Und diese Art von Kreuzesdynamik hat der dreieinige Gott schon vor der Schöpfung des Universums in der Ewigkeit hergelegt. Der Vater hat den Sohn aufgewertet, der Sohn den Vater, der Heilige Geist den Vater und den Sohn, Vater und Sohn den Heiligen Geist und immer so weiter. Ein ewiges Austauschen, Überfließen, Überschäumen von Liebe, von Wohltaten, von Ehre, einen anderen bevorzugen und aufwerten und beschenken, das war von Ewigkeit her schon immer im Herzen Gottes. Und das physisch sichtbare Kreuz vor 2000 Jahren, nötig geworden durch die Sünde und die Erlösung, war nur die höchste und anschaulichste, sichtbare Manifestation von dieser äußersten, sich hinschenkenden Liebe. Wir müssen das Kreuz, die Erlösung, in einem viel größeren Rahmen verstehen. Auch ohne Sündenfall und ohne jeden Bösen war dieses Kreuz in Gottes Herzen drin und wurde von ihm gelebt. Und deswegen im Buch durch die Szene bildlich veranschaulicht, wie Jesus Papa Gott liebevoll die Füße abwäscht, während Papa für Jesus das Abendessen kocht. Später spürt der Heilige Geist und Jesus trocknet ab und küsst den Heiligen Geist auf die Wange. Erstmal, wir so flapsig in einer Rede, das stört manche. Sie sagen, ist es nicht kitschig, ist es nicht flapsig, die ziehen sich auf, die machen Witze, die machen Scherze, die reden sich schwach an. Geht Gott so humorvoll, so miteinander um? Manchmal ist es unerklärlich. Das ist auch amerikanisch. Wirklich? Es fordert unsere religiösen Konventionen heraus. Aber ich meine, Gregor hat den Humor bei Jesus. Und wenn wir uns die Evangelien durchlesen, finden wir so viel versteckten Humor. Unsere Humorgewohnheiten sind durch Uli Herrig und durch Mr. Bean geprägt. Aber wir lachen nicht über das, was vor 2000 Jahren gelacht wurde. Aber wenn Jesus sagt, schaut euch
Athleten auf dem Felde ansieht, sie weben nicht, sie springen nicht. Dann hat das auch der Brüller des Tages. Die haben sich gelacht, haben sich gebeugt vor Komik, wie Jesus gepredigt hat. Der einen Brüller nach dem anderen gebracht. Schaut, werdet redet nicht wie die Pharisäer. Sie machen lange Gesichter auf den Straßen. Hey Burschen, habt ihr Zitronen gegessen? Schaut ihr so langweilig? Schaut ihr so fragt rein? Jesus war lustig, war ulkig, da war Komik drin, da war Humor drin, Schlagfertigkeit, Wortwitz drin, auf Schritt und Tritt in den antiken Konventionen der damaligen Zeit. Der hat aufgezogen, diese blaugesichtigen Gesetzeslehrer. Jesus war spritzig und gut drauf. Das verkennen wir manchmal. Es gibt ein Buch, der Name der Rose, Gott würde nie lachen. Jesus hat nie gelacht und so weiter. Da mordet einer, weil er empört ist, dass Gott Humor hätte. Wie traurig. Dass auch Gott nicht Humor hat, wo der Mensch eigentlich wirklich lachen kann. Kein Tier kann lachen, der Mensch kann wirklich lachen. Und wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Ich glaube, Humor ist ein Zeichen unserer Ebenbildlichkeit wie wenig sonst. Das müssen sich manche Christen, die so versteinerte Gesichter an meinem Stammbuch schreiben. Humor ist es, was Gott auszeichnet. Und Humor kommt rüber in diesem Umgang mit einem Gott. Ich muss immer so lachen über diese Szene, wo Jesus als Auferstand durch die verschlossene Tür kommt und die Jünger machen es sich, als wäre ein Gespenst. Und er sagt nicht erhaben, fürchte euch nicht, ich bin's, der ehrwürdige Meister. Er sagt es nicht. Er sagt, was schaut so blöd, habt ihr zum Essen da? Deshalb der Gespenst, der natürlich keinen Hunger hat. So entwaffnet er sie, so redet er sie an. Ja, lest es nach im Lukas-Evangelium. Wie humorvoll, habt ihr was zu essen da? Ja? Mein Mann hängt unten, macht das Essen da, ja? Schaut jetzt so rein. Jesus war humorvoll. Jesus hat die Anspannung durch Humor verändert. Und wie schlimm ist das? Es soll Gott sein, ja? Seit 19, das war also Gott in Beziehung. Er fand es wirklich schön und ansprechend. Deutlich sichtbar war die Liebe, die die drei füreinander empfanden, die Erfüllung, die ihnen das schenkte. Jesus sagt auf Seite 122 voller Anerkennung zu Papa, ich liebe es, ein Sohn zu sein. Und Meg wird von etwas Zeuge, von etwas Einfachen, Warmherzigen, Intimen, Aufrichtigen. Das war heilig. Seite 137, nie hat er drei Menschen in solcher Einfachheit und Schönheit Gemeinschaft praktizieren sehen. Jeder schien sich der beiden anderen stärker bewusst zu sein, als sich selbst. Und in dieser dreieinige Dynamik der sich hingebenden und sich verschenkenden Liebe hat Gott den Menschen, den an ihn Gläubigen, mit hineingenommen. Seite 142. Wir wollen mit ihm Liebe und Freude und Freiheit das Licht teilen, das wir bereits in uns tragen. Wir haben euch erschaffen, die Menschen, damit ihr eine ganz persönliche Beziehung von Angesicht zu Angesicht mit uns haben sollt. Und euch den Kreis unserer Liebe anschließt, so schwer begreiflich das für dich sein mag, alles, was geschieht, dient ausschließlich diesem Ziel, ohne dass dabei wer freiwillig verletzt wird. Seite 171. Merke, die Liebe ist auch die Hingabe, nicht etwas, das du tun kannst, vor allem nicht allein. Losgelöst von meinem Leben in dir kannst du keine wahre Hingabe gegenüber Nähe als der Frau oder den Kindern praktizieren und überhaupt gegenüber irgendjemandem, auch nicht gegenüber Papa.